Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 1.8 Extremwertprobleme mit Nebenbedingungen. Ja, und heute habe ich mal was Besonderes einfallen lassen. Die letzten Wochen waren ja immer so ein bisschen innermathematisch, deswegen heute mal was Richtiges mit Anwendungsbezug. Echt? Ja, ich habe mir nämlich am Wochenende ein paar Häschen geleistet. Das soll ich jetzt rausschneiden, oder was? Nee. Können doch Schüler nicht erzählen, dass sie sich Häschen geleistet haben. An was für Häschen denken Sie wieder? Solche Häschen. Stoffhäschen. Ja, keine Stoffhäschen. Das habe ich jetzt für Sie mitgebracht, damit Sie nicht wieder auf falsche Gedanken kommen. Natürlich Tiere. Das ist nur ein Modell. Okay, und was hat das jetzt mit Mathe zu tun? Ja, also die sind gerade auf meinem Balkon und ich will die da einzäunen. Warum müssen Sie Häschen dafür im Balkon einzäunen? Die können da eh nicht weglaufen. Ja gut, ich will die Weibchen von den Männchen trennen. Warum müssen Sie die Weibchen von den Männchen trennen? Jetzt fragen Sie nicht so viel, ist ja auch egal. Ich will die jetzt mal trennen, okay? Okay, er will seine Häschen trennen. Was hat links, die Männchen rechts. Und was hat das mit Mathe zu tun? Das klingt eher nach Bio. Ja, ich will, dass die Häschen natürlich genug Freiraum haben. Platz zum Entfalten. Die sollen die größtmöglichste Fläche, da sehen Sie schon, erhalten. Die sollen sich entfalten, wenn Männchen und Weibchen getrennt sind. Ja gut, auf jeden Fall, die Fläche soll möglichst groß sein. Und ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe nur 80 cm Schnur gekauft. Sie wollen Häschen mit Schnur einzäunen. Die können da drunter rauslaufen. Nein, können sie nicht. Okay, ich gebe mich jetzt mal ganz kooperativ und denke mir auf die Schnelle eine nette kleine Aufgabe dazu aus. Herr Fähnrich möchte seine Häschen in einer Ecke seines Balkons einzäunen. Siehe Skizze, hier. Ihm stehen dafür 80 cm Schnur zur Verfügung. Bestimme die größtmöglichste Fläche, die er damit umzäunen kann. So, wenn ich mich jetzt um Herrn Fähnrich und seine Häschen kümmere, könnt ihr schon mal überlegen, wie das Ganze vielleicht funktioniert. Also wie kriege ich die Fläche berechnet? Wie kann ich gleichzeitig noch bedenken, dass ich ja nur 80 cm Schnurlänge insgesamt zur Verfügung habe? Und wie kriege ich dann die Fläche am größten? Ihr überlegt euch das, wir schauen es uns zusammen an. Und zwar in 3, 2, 1. So, als erstes überlegen wir mal, die Fläche ist ja ein Rechteck, wie man die Fläche berechnen kann. Das ist ganz einfach. Oder ja, Länge mal Breite, in dem Fall x mal y. Richtig, das heißt, wir denken uns gleich, wir haben eine Funktion, groß A, die hängt ab von x und y. Und die ist einfach das Produkt aus x und y. Okay, dann haben wir eine Formel für die Fläche. Gut. Außerdem habe ich mir noch 80 cm Schnur gekauft. Das müssen wir als Nebenbedingung mit einfließen lassen. Okay. Schreiben wir auf. Zweitens, Nebenbedingung. Wir sehen auch in der Skizze das Blaue. Das ist ja die Schnur. Das Blaue ist genau x plus y und das soll 80 sein. Also x plus y ist 80. Die Einheiten Zentimeter lassen wir jetzt mal weg. Wir rechnen einfach alles in Zentimeter. Mhm. Gut. Jetzt müssen wir überlegen, die Formel, die Fläche, hängt ja noch von x und y ab. Es wäre gut, wenn wir eine Funktion hätten, die von einer Fläche abhängt. Von einer Seite abhängt. Richtig, von einer Seite, danke. Okay, dann könnten wir uns so überlegen, naja, wir haben hier x plus y sind 80. Wir könnten ja x oder y mithilfe der 80 und dem jeweils anderen ausdrücken und oben einsetzen. Dann könnten wir vielleicht einen der beiden Variablen rausbekommen. Richtig, das heißt, wir lösen es entweder nach x oder y auf. Nach was ihr es auflöst, ist egal, man muss sich da einfach mal entscheiden. Wir nehmen jetzt mal x, das heißt, wir machen auf beiden Seiten minus y. Dann steht noch da, x ist gleich 80 minus y. So, unsere Funktion groß a hängt jetzt nicht mehr von x und y ab, sondern nur noch von y. Das x wurde ersetzt durch 80 minus y. Das Ganze muss in Klammern geschrieben werden, weil man das Ganze multipliziert mit y. So, und jetzt überlegen wir uns vorher, bevor wir da weiterrechnen, einen Definitionsbereich für y. Was könnte denn y sein? Herr Thein, was macht denn Sinn, y? Also, wir überlegen es mal kurz. Y muss auf jeden Fall größer sein als 0, denn sonst ist diese Seite des Geheges die Größe 0. Und dann hat es keine Fläche. Ja, das macht keinen Sinn. Die maximale Größe, die y theoretisch haben kann, wäre 80. Wobei 80 wäre schon wieder unsinnig, weil dann gibt es für x wieder keine Größe. Also muss y auf jeden Fall größer als 0 und kleiner als 80 sein. Gut, das können wir ja hinschreiben. 0 kleiner y kleiner 80. So haben wir das ganz kompakt aufgeschrieben. Okay. Gut, jetzt lassen wir euch mal ein bisschen rechnen, denn eigentlich haben wir hier eine Funktion für die Fläche und ihr wisst ja, die soll maximal sein. Also irgendwo hat die einen Hochpunkt.
Und diesen Hochpunkt können wir dir bestimmen. Und dann sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. Okay, wir suchen ja das Maximum der Fläche. Die Fläche haben wir hier durch eine Funktion angegeben. Wir haben sie hier auch nochmal in ausmultiplizierter Form hingeschrieben. Wie bestimmt man denn das Maximum von einer Funktion? Ne, erstmal berechnen wir die Ableitung a' von y, die ist 80 minus 2y. Die haben wir danach 0 gesetzt und dann einfach ausgerechnet. Das ist ganz einfach, kriegt man raus, y ist 40. So, das y gleich 40 ist natürlich nur eine mögliche Extremstelle. Wir müssen noch die zweite Ableitung bilden, das machen wir hier. Und wir sehen, schon beim Bilden der zweiten Ableitung fallen alle Variablen weg. Sie ist dauerhaft minus 2. Das heißt, wir wissen sicher, wir haben einen Hochpunkt bei y gleich 40. Und das bedeutet, wir haben da ein Maximum unserer Funktion, also die maximale Fläche. Und wenn wir dann die 40 einsetzen, hier oben in unsere Funktion, erhalten wir 1600. Das ist auch dann die Lösung, denn ich habe ja die größtmöglichste Fläche gesucht für meine Häschen. Und wir schreiben es auch auf, die größtmöglichste Fläche ist 1600 Quadratzentimeter. Ist das nicht ein bisschen klein für mehrere Häschen? Sind Zwerghäschen. Okay, wir wollen das hier nicht weiter vertiefen. Wichtig für euch wäre, das neue Thema sind ja Nebenbedingungen. Und solche Nebenbedingungen, das sind gerade solche Sachen wie eben die Information, dass man nur 80 cm Schnur zur Verfügung hat und deswegen eben eine solche Nebenbedingung hier formulieren muss. Wir schreiben uns das jetzt noch allgemein auf und schauen uns dann ein etwas weniger konstruiertes Beispiel an. So, hier ist also die Strategie für das Lösen von Extremwertproblemen mit Nebenbedingungen. Als erstes stelle die gesuchte Größe durch eine Funktion dar. Wichtig ist hierbei, diese kann und wird auch mehrere Variablen enthalten. Zweitens, stelle eine oder mehrere Nebenbedingungen für die Variablen auf. Eben hatten wir nur ein Beispiel, wir werden aber sehen, es gibt Aufgaben, da gibt es auch mehrere Nebenbedingungen. Der ganze dritte Abschnitt dient dazu, zur Darstellung der Funktion mit nur einer Variable. Momentan habt ihr noch mehrere. Das machen wir so. Löse die Nebenbedingung nach einer Variable auf. Setze diese Variable in die Funktion ein. Wenn es mehrere Nebenbedingungen ist, was selten vorkommt, dann sind es mehrere Variablen. Gib den Definitionsbereich der Funktion an. Der hängt meistens davon ab, haben wir gerade gesehen, wie in der Nebenbedingung eben was steht, so wie gerade eben 80 cm Draht, dann kann einfach die Seite nicht länger als 80 sein. Gut, als viertens, dieser ganze Block dient zur Berechnung der Extremwerte. Das heißt, wir untersuchen diese Funktion auf Extremwerte. Dabei beachten wir den Definitionsbereich. Der dient auch sozusagen als Probe, ob wir einen Fehler gemacht haben. Das Ergebnis muss im Definitionsbereich sein. Und am Ende formulieren wir den Antwortsatz und dann sind wir fertig. So, wir kommen zur Aufgabe. Es soll eine Konservendose mit einem Volumen von 1 Liter so hergestellt werden, dass die Oberfläche möglichst klein wird. Wie groß ist die kleinstmögliche Oberfläche? Das ist Ihr Anwendungsbezug, wirklich? Das ist doch realistischer als Häschen. Es geht immerhin um ein industrielles Produkt. Wer weiß, vielleicht wird irgendeiner unserer Schüler später mal Verpackungsoptimierer. Ich hoffe, er hat lieber mit Häschen zu tun. Okay, jetzt seid auf jeden Fall ihr dran. Aufgabe 1, stellt mal eine Formel auf für die Oberfläche. Denkt dran, die Oberfläche von so einer Dose besteht aus dem Mantel, der einmal ringsrum geht und der oberen plus unteren Deckfläche. Wenn ich mal so genau weiß, wie man das macht, das kann durchaus sein, macht mal einen Blick in eure Formelsammlung und nachdem ihr den da reingeworfen habt, packt die auch gleich für nächste Stunde ein, denn wir brauchen sie da. So, und den ersten Schritt machen wir auch gleich und dann sehen wir uns in 3, 2, 1. Okay, die Oberfläche in Abhängigkeit der Höhe und des Radiuses wäre 2πr mal h. Das wäre der Umfang, die Länge des Umfangs, mal der Höhe. Das wäre der Mantel, wenn man die Dose auffalten würde. Und was ist das hier hinten? Das ist die Grundfläche und die obere Deckfläche. Die ist genau gleich groß, deswegen machen wir 2 mal pi mal r². Gut, als zweites überlegt ihr euch mal, wie wir eine Nebenbedingung aufstellen können. Kleiner Tipp, wie könnte es anders sein? Es hängt irgendwie hiermit zusammen. Und hier auch wieder, guckt in die Formelsammlung, wenn ihr es nicht wisst. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, die Nebenbedingungen nutzen wir aus, dass wir wissen, dass das Volumen dieser Dose 1 Liter betragen soll. Das Volumen von so einem zylinderförmigen Gefäß berechnet man durch πr². Das ist gerade die Grundfläche.
mal der Höhe und das soll 1 ergeben. So, und als nächstes kommt der dritte Schritt. Da müssen wir ja zuerst diese Formel nach einer Variable auflösen, also entweder nach R, dem Radius, oder nach H, der Höhe, damit wir jetzt alle dasselbe haben. Und wenn man nach R auflösen würde, käme da eine Wurzel raus. Deswegen lösen wir lieber nach H auf und dann setzt ihr das oben in die Oberfläche ein. Dann habt ihr den dritten Schritt. Wir sehen uns dann wieder in 3, 2, 1. So, ihr seht, wir haben in 2 noch was gemacht. Wir haben durch Pi R Quadrat geteilt. Könnt ihr auch so direkt hinschreiben. Dann haben wir direkt die Höhe, die ist 1 durch Pi R Quadrat. Die haben wir in die obere Funktion für die Oberfläche eingesetzt. Dann steht nur noch da, O in Abhängigkeit von R ist 2 Pi R mal den Bruch, 1 durch Pi R Quadrat plus 2 Pi R Quadrat. Jetzt haben wir uns noch Gedanken gemacht über die Definitionsmenge. Erteilen, der Radius. Na gut, also wir wissen vielleicht nicht genau, wie groß er maximal werden kann, aber was wir wissen, er muss auf jeden Fall größer sein als 0. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. So, jetzt wird als viertes ja kommen, dass ihr von dieser Funktion hier das Maximum sucht. Wenn man es von Hand machen würde, würde man die erste Ableitung bilden, schauen, wann ist die 0 und so weiter und so fort. Das hier ist allerdings eine GTR-Aufgabe. Das heißt, die Mühe machen wir uns nicht. Wir machen uns nicht mal die Mühe, das Ganze hier zu vereinfachen, auch wenn es einfach ginge. Sondern was machen wir? Wir setzen es einfach direkt in GTR ein, zwar ins Graph-Menü. Hier, ihr seht, wir haben das hier schon mal gemacht und haben es wirklich ganz ausführlich groß und breit hingeschrieben, ohne irgendwas zu vereinfachen. Das macht der GTR. Gut, bevor wir es jetzt zeichnen, stellen wir aber gleich das V-Window ein, denn hier können wir die Bedingung reinspielen lassen, dass der Radius, was hier durch x repräsentiert wird, größer als 0 sein muss. Solange ihr in dem Fenster seid, V-Window über Shift F3. Gut, was hier x-min, x-max ist, ist im Endeffekt mein Radius-Minimum, mein Radius-Maximum. R-min ist also 0. R-max wissen wir nicht, da müssen wir mal irgendwas wählen. Lassen wir die 10 mal drin. Okay, dann y-min, y-max sollten noch wählen, das ist ja jetzt die Oberfläche. Oberfläche macht ja auch nur eine positive Sinn. Das heißt, die Oberfläche Minimum ist eine 0. Wir schauen es auch mal bis 10 an. Genau. So. Und dann zeichnen wir es mal. So. Und dann sehen wir hier schon eine Funktion. Und ich würde mal sagen, mit Hilfe dieser Funktion in eurem GTR macht ihr jetzt mal Schritt 4 und sucht mal das Maximum dieser Funktion. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, wir haben einfach mit dem GTR das Minimum dieser Funktion bestimmt, haben raus 0,54 und 5,54 gerundet. Das wäre ein Tiefpunkt von OR, haben wir so aufgeschrieben. Und wir haben hier auch markiert, dass der X-Wert ist der Radius, ganz wichtig. Und der Y-Wert bezeichnet hier die Oberfläche. Gut, und jetzt vergleichen wir noch ganz kurz, ob das mit dem Definitionsbereich übereinstimmt. R sollte positiv sein und ist auch positiv mit 0,54. Gut, dann können wir ja jetzt den Antwortsatz aufschreiben. Ja, bin ich jetzt ein bisschen irritiert gerade eben. 0,54, heißt es, die Dose hat nur einen Radius von 0,54 Zentimetern? Ah, nee, das ist ein bisschen schwierig. Das Volumen ist ja ein Liter. Ein Liter ist ja dasselbe wie ein Kubikdezimeter. Ah. Da steckt die Einheit schon drin. Und zwar ist die Einheit hier Dezimeter. 0,54 Dezimeter, also 5,4 Zentimeter. Das ist realistisch. Realistisch. Okay, wir ergänzen folgenden Antwortsatz. Die kleinstmögliche Oberfläche beträgt 5,54 Kubikdezimeter. Gut, damit sind wir mit dieser Aufgabe fertig. Und ja, ich gebe zu, diese Anwendungsaufgabe war vielleicht realistischer als meine, aber dafür war meine viel süßer und hatte Häschen. Naja, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss.